Oberbürgermeister Peter Feldmann zu Besuch bei den Traunheimer Werkstätten in Fechenheim. Die Einrichtung in der Wächtersbacher Straße ist eine von drei Werkstätten in Frankfurt. Rund 360 Menschen mit geistiger Einschränkung sind hier beschäftigt. Vieles hier wird im Auftrag für die Industrie gemacht, wie Lagerhaltung, Malerei oder Montage. Für den OB eine gute Gelegenheit, sich selbst ein Bild von der Einrichtung zu machen. Also ich fand es toll, wie die Atmosphäre ist, wie die Betreuer mit den Betroffenen dort Sachen zusammen gemacht haben. Wie friedlich das auch läuft. Man weiß, behinderte Menschen gehen halt auch manchmal richtig so aus sich raus. Und da hat man einfach gemerkt, die Chemie stimmt. Und beeindruckend waren natürlich auch die Projekte, die sehr praktische Arbeit, dass man eben nicht für den Papierkorb produziert, sondern wirklich für Firmen draußen, die dann diese Produkte auch nutzen wollen. Die Braunheimer Werkstätten als größter Arbeitgeber für Menschen mit geistiger Einschränkung in Frankfurt stehen aktuell vor mehreren Herausforderungen. Eine davon ist, dass die Zielgruppe sich verändert. Es wachsen mehr Menschen mit besonders schweren und mehrfachen Behinderungen nach. Je jünger die Menschen, desto schwerer sind sie durchschnittlich behindert. Die Hilfe zur Eingliederung ins gesellschaftliche Leben wird damit erschwert. Das zumal unter Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, in denen es heute relativ kalt zugeht, auch ganz andere Leute mit wesentlich besserem Vermögen ausgeschlossen sind vom Arbeitsmarkt. Eine zweite Herausforderung ist, dass wir Aufträge brauchen aus der Wirtschaft und der öffentlichen Hand, um solche Menschen beschäftigen zu können. Aufträge, für die es echtes Geld gibt und aus denen wir auch die echten Löhne dieser Menschen zu bezahlen haben. Je schwerer die Menschen behindert sind, umso schwerer fällt es, Aufträge zu bekommen. Der Mangel an Aufträgen war auch Thema beim gemeinsamen Gespräch mit dem OB. Peter Feldmann betonte, es sei wichtig, das breite Angebot der Braunheimer Werkstätten in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.